Wir sind schon zum ersten Einsatz unterwegs hier in unserem alten Fort. Als Sheriff heute haben wir den Einsatz reingekriegt. Ein Überfall auf den Laden oder auf eine Bank könnte es auch sein. Wir fahren da mal hin. Wir haben keine genaueren Informationen über die Verbrecher, wie viele Personen. Und wir brauchen auch noch Verstärkung, weil wir die Ersten sind. Okay, wo sind die? Kollegen sind schon da. Wir steigen mal aus. Ich glaube, Kollege, die sind da hinten. Okay, sind die im Gebäude oder was? Ich werde jetzt noch kurz hinter das Gebäude schauen. Ich glaube, wir müssen rein. Gut, die Verstärkung ist auf jeden Fall schon mal eingetroffen. Das ist sehr gut. Ist das der Laden hier? Da hinten steht auf jemand. Wir sollen hier mit jemandem sprechen, also mit dem Kasser. Der Kassenmitarbeiterin hier. Guten Tag. Alles klar bei Ihnen? Haben Sie angerufen? Okay, es geht um eine schlafende Frau hinten. Hinter dem Geschäft. Und deshalb sind wir jetzt gekommen, oder was? Oh Mann. Ich glaube, da hat es einen falschen Alarm gegeben. Der Kollege steht hier schon bei der Frau, die hier am Boden liegt. Guten Tag, die Dame. Einmal aufstehen, bitte. Einmal einen Ausweis. Sie haben hier für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wir sind natürlich jetzt angerückt. Lully Mackins. Dann schauen wir gleich mal rein in unseren Sheriff-Computer. Unfreiwilliger Totschlag hat sie immer gemacht. Mit 61 Jahren. Tja, ich glaube, wir gehen mal raus. Sie bleiben ganz ruhig. Dann können die Leute hier wieder ordentlich einkaufen. Ich glaube, die Kollegen können wir wieder nach Hause schicken. Euch braucht es nicht mehr. Wir kriegen das alleine hin. So, Kollege, kannst du die bitte mal durchsuchen? Dann schauen wir mal, ob die noch was dabei hat. Eine geöffnete Bierflasche, ein Reichsbürgerausweis, okay. Und ein positiver Corona-Schnelltest. Tja, dann können wir mal fragen, warum. Ist sie denn da am Schlafen gewesen? Was machen sie denn hier eigentlich? Die afghanische Bisamfliege ist hier zur Behandlung und ich vertrete mir die Warteseite. Aber dann können sie nicht einfach hier in einem Kleidungsladen hier am Boden schlafen. Wo müssen sie denn hin? Nach Würzburg. Ja, ich gebe ihnen jetzt eine mündliche Verwarnung. Sie können jetzt wieder gehen. Ich wünsche ihnen einen schönen Tag und lassen sie das Schlafen hier auf dem Boden. Holen sie ihre Bisamfliege ab und verschwinden sie hier. Gut, Kollege, komm rein. Okay, wir haben eine Power Station Attack. Was auch immer das sein soll. Ich fahr da mal hin. So, mittlerweile sind wir ganz ordentlich weit gefahren. Das handelt sich hier beim Windpark. Irgendeine Station oder ein Gebäude. Hatte den Callout noch nie. Alter, oh Gott. Okay, da stehen auf jeden Fall einige Leute rum, die bewaffnet sind, oh Mann. Ich brauche hier eine taktische Einheit mit Schützen zu tun. Ich hole mal mein Gewehr raus. Peter F6 ist unterwegs. Wir warten noch kurz, bis die Kollegen kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach darüber gehen können. Ich gehe mal zu dem Windrad. Können wir leicht Deckung holen. Noch kann ich nicht mit ihnen reden. Also ich muss näher ran. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Weil der eine zielt auf mich. Ich gehe mal hier ran. Hier können sie mich nicht sehen. Okay, sie machen nichts. Ah, die haben eine Geisel, scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Kann ich verhandeln? Ich komme mal näher. Wo ist denn hier der Eingang? Oh Mann, was machen wir, was machen wir? Kollegen, wir müssen uns beraten hier. Geiselsituation an der Trafostation. Und ich komme nicht mal rein. Die haben hier den Eingang, glaube ich, blockiert. Kann ich da hochspringen? Ja, so komme ich rein. So, ganz ruhig bleiben die Herren. Okay, ich habe jetzt gesagt, sie sollen die Waffen fallen lassen. Ich werde mich mal kurz hier in Deckung begeben, damit ich den einen Typen nicht habe. Er sagt, hauen Sie ab oder ich erschieße ihn. Ja, alles klar, ganz ruhig bleiben der Herr. Lassen Sie zuerst die Geiseln frei, oder die Geisel frei. Was sagt er? Wenn Sie näher kommen, ist es vorbei, alles klar. Bleiben Sie ganz ruhig. Was wollen Sie? Okay, er braucht ein Auto, damit er hier abhauen kann. Schwierig wär's. Sie sind umstellt. Ich glaube, Sie werden einfach die Waffen fallen lassen. Das wird das Beste sein. Dann wird niemand verletzt. Sagt er wieder, oh Mann, denkst du, ich mache hier Scherze? Okay, das Auto ist unterwegs. Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Scheiße. Waffe runter! Scheiße, Mann!
Wer war jetzt die Geisel? Schwer herauszufinden, wer jetzt die Geisel war hier. Aber wir waren auf jeden Fall ein Notarzt. Mann. Ein sehr schwieriger Einsatz hier, wenn die gleich losschießen. Ja gut, die Polizeikollegen brauchen wir nicht mehr. Wir können wieder abrücken. Was mit meinem Auto passiert. Ja, super. Haben die Sheriff-Kollegen wieder gut gemacht. Wo bleibt der Notarzt? Ich glaube, ich muss die Leute raus transportieren. Müssen wir mal kurz hier Trick 17 machen. Okay. Und der nächste. Und noch einer. So, dann können die Rettungskräfte hier mal die Leute wiederbeleben, falls das geht. Ich hoffe, dass die Geisel jetzt nicht verstorben ist. Ich weiß nicht, wer die Geisel war. Das könnte dieser Herr hier gewesen sein. Auf jeden Fall ist der schon mal tot, da kann ich schon mal gleich den Gerichtsmediziner holen. Es war jetzt natürlich eine bisschen ungünstige Lage hier, dass wir nicht stürmen konnten, weil das Umspannwerk hier abgesperrt war. Gut, auch der ist verstorben. Dann bleiben nicht mehr viele übrig hier. Einer ist noch anzuschauen. Ich kann mal kurz einen mal filzen, ob der hier irgendwas Verdächtiges dabei hat, was uns weiterhelfen kann. Okay, Marihuana und eine Granate. Ja, okay. Der Herr hier. Gut, wir haben drei Tote. Keiner hat es überlebt. Gerichtsmediziner sind am Start hier. So, der hat auch Drogen dabei. Gut, und was hat die letzte Person dabei? Ein Schlagring, eine Glühbirne. Gut, schauen wir kurz in den Sheriff-Computer rein. Der hat einen Haftbefehl. Der hat ja auch einen Haftbefehl. Und von dem hier habe ich irgendwie keinen Ausweis gefunden. Don Gambino. Aber irgendwie komisch hier. Als ob die alle unter einer Decke stecken. Ja, auf jeden Fall werden sie jetzt alle gemeinsam beerdigt. Wir können hier nichts mehr weiter tun. Zentrale, alle sind verstorben. Werden jetzt abgeholt. Wir sind wieder einsatzbereit. Wir sind schon wieder zu einem Waldrand gerufen worden. Hit and run. Okay. Irgendwo da oben auf dem Berg. Ja, ich glaube, ich sehe das Auto. Kommt hier runter. Schwarzer Sportwagen. Wir werden auf jeden Fall hier weitere lokale Streifen brauchen. Es werden weitere Einheiten benötigt. Fährt jetzt auf der Autobahn. Oh Mann. Ob das mein alter Ford noch schafft hier. Gut, wir haben versucht, ihn mal verbal hier zum Anhalten zu zwingen. Okay, er wird langsamer. Was ist jetzt seine Mission? Okay. Ach du Scheiße. Regner dreht um. Ihr müsst hier wenden. Wird wieder langsamer. Fahren Sie rechts ran. Gut. Letzte Warnung. Ja, genau, er rammt mich. Okay, ein Nagelband. Oh. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, der Scheiße. Alter, der Bremse hat abgebremst, hat die Spur gewechselt. Der Highway Patrol ist jetzt auch schon da. Ich werde hier nochmal versuchen, ein Nagelband zu holen. Highway Patrol wird jetzt zum Angriff ausholen. Nagelband hat leider nicht funktioniert. Okay. Versuche ich es nochmal. Ich habe das schwerere Auto. Oh Gott. Mächtiger Unfall gebaut. Okay, danke. Die Kollegen haben mich auch noch gerammt. Und ordentlich das Heck eingedrückt hier. Auf Unfall. Gut, wir verlassen die Autobahn wieder. Okay, wo fährt der Kollege hin hier? Ah, das hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt nochmal. Vielleicht nochmal Nagelband. Oh, er hat umgedreht, Aber Autofahren kann er schon mal. Das sind jetzt meine NPC-Kollegen hier. Ich muss sagen, der Ford, der geht eigentlich noch ganz gut, dass er schon mal einige Unfälle gebaut hat. Alter, ich bringe ihn nicht zum Drehen. Das geht einfach nicht.
Versuch's nochmal. Ja, es hat geklappt. Sie bleiben stehen, sie waren nirgendwo hin. Ach du Scheiße. Er fährt jetzt wieder auf die Autobahn rauf. Der hält uns aber hier ganz schön auf Trab. Oh, okay. Wir haben einen Unfall. Fahrzeug verunfallt. Person steigt jetzt raus. So, stehen bleiben. Alter. Er läuft jetzt noch weiter. Oh Gott, was ist da los? Person läuft auf den Berg rauf. Helikopter hat ihn im Blick. Ich gebe einen Warnschuss ab. Bleiben Sie stehen. So. Stopp. Er hat aufgegeben. Schön Hände hoch. Und runter mit ihnen. Gut, sie sind erstmal festgenommen, der Herr. Oh Mann. Der ist auch noch betrunken. Da werden wir gleich mal einen Alkoholtest durchführen. Vielleicht der Kollege, wenn er noch Lust hat. Alkoholtest? Nee. Mache ich wohl selbst. Jawohl. 0,246. Da haben sie den heutigen Rekord mal gebrochen. So, wir gehen wieder runter. Was für eine Verfolgungsjagd wieder mal. Wir müssen noch schauen, dass wir hier den Verkehr geregelt bekommen. Die Kollegen verlassen den Unfallort schon wieder. So, ich muss auf jeden Fall mein Fahrzeug hier mal wegnehmen. Fahren wir hier auf die Seite. Den Polizeiwagen kannst du bald mal in die Tonne kloppen. So, ich muss mal durch. Das Fahrzeug muss hier noch kurz durchsucht werden, bevor es dann abgeschleppt wird. Ein menschlicher Schädel haben wir hier noch. Oh Mann. Immer wieder spannend, was sich hier alles findet. So. Kennzeichen wird noch aufgeschrieben. Und der Abschleppdienst bitte einmal kommen. Achtung, Achtung. Ganz ruhig bleiben, der Mercedes-Fahrer hier. Dann bauen wir noch seinen Namen. Ich muss mal kurz die Personalien prüfen. Lok Ronik. Unser betrunkener Fahrer. Ja, Fahren ohne Versicherung hat er mal gemacht. Und das Fahrzeug gehört einer Rachel Russo. Oder einem Rachel Russo. Da ist eigentlich einiges abgelaufen. Das wird auf jeden Fall mal beschlagnahmt. Kollege, kannst du den mal durchsuchen? Wo geht der jetzt hin? Stehen bleiben. Hallo. Stehen bleiben. Hallo. So. Der will nicht hören, der wird getasert. Er hat sich selbst befreit und jetzt haut er einfach ab. Und jetzt hat er wieder Handschellen. Sie werden jetzt durchsucht von meinem Kollegen. Wenn es recht ist. Hallo. Ich kann nichts mehr machen mit ihm. So. Da sie jetzt zurück sind, können wir sie endlich mal durchsuchen. Und das ist nur Ketchup für die Zuschauer hier. Da ist nichts passiert. So, er hat mehrere Gutscheinkarten dabei, Fallmesser. Gut, wir brauchen hier einen Notarzt. Auf jeden Fall. Oder beziehungsweise mal Rettungsdienst. So, der Rettungsdienst ist schon da. Im Gegenverkehr natürlich, wie es sich gehört. Dann schauen wir mal hier, ob die noch was machen können hier. Was ist mit dem Fahrzeug los da drüben? Okay, er fährt noch, alles klar. Ich packe mal das Rettungsfahrzeug in die richtige Richtung. Ist das schon besser? Und er ist tatsächlich verstorben. Dann war das wohl doch kein Ketchup hier. Danke trotzdem für die Hilfe. Gerichtsmediziner, bitte kommen. Gut, Kollege, komm rein. Wir müssen unseren Schrotthaufen hier mal in die Werkstatt bringen. Ich warte noch kurz. Ja, die sind eh schon da. Die Gerichtsmediziner. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich bin jetzt raus. Ciao.